Wir verdienen heute 99.000 Euro mit einer künstlichen Intelligenz. Das ist geil. Wir schauen uns dieses Video hier an von Geniale Geldideen. Und du bist auf dem Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kotzow. Hey, gerne natürlich abonnieren, gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir checken das auch sofort mal ab. Ich bin echt gespannt, was der Sven da Schönes hat. Dieses Tutorial zum Online-Geldverdienen ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich zeige dir, wie du als absoluter Anfänger mit einem brandneuen Bot, einer künstlichen Intelligenz, automatisiert Online-Geld verdienen kannst. Und das in ganz, ganz einfachen Schritten mit Live-Beweis. Es ist ganz einfach. Schritt 1. Ich bin echt gespannt, welche Schritte da. Es ist 17 Minuten Content, ne? Okay. Du lässt dir von dem grandiosen, brandneuen Bot einen kompletten Online-Kurs automatisiert auf Knopfdruck erstellen. Du musst dafür überhaupt nichts können. Schritt 2, du erstellst aus diesem Inhalt eine Online-Präsentation. Und Schritt 3, du verwandelst das Ganze in einen Online-Kurs ohne. Okay, das ist natürlich cool. Auf Udemy, okay. Da bin ich mal gespannt. Das sollte natürlich schon guter Content sein, ne? Definitiv. Ich habe aber noch etwas ganz, ganz kurz, eine ganz neue brandheiße Ankündigung. Du findest diese Videos jetzt immer live auf Twitch. Ich streame montags bis donnerstags live auf Twitch um 18 Uhr. Wenn du live dabei sein möchtest, wo ich diese Videos hier aufzeichne, dann komm auf Twitch. Den Link packe ich dir in der Beschreibung rein und unten auch im ersten Kommentar rein zu meinem Twitch-Kanal. Michael Kotzow heiße ich dort. Und wie gesagt, montags bis donnerstags, wir schauen uns ungefähr 2-3 Videos an jeden Abend und du bist als Erster dabei, wenn ich drauf reagiere. Du kannst mir auch Videos zuschicken, das ist halt interaktiv. Und vielleicht findest du ein Video im Internet und sagst, boah, darauf möchtest, bitte Michael, reagier da bitte drauf oder so. Ist das eine coole Geschäftsidee oder so, dann mache ich das. Komm auf Twitch, montags bis Donnerstag, 18 Uhr live. Und dann, ja, natürlich kannst du auch später diese Aufzeichnung hier immer noch sehen auf YouTube. Aber okay, weiter. Ohne einen einzigen Cent Startkapital und veröffentlich das Ganze auf der Plattform Udemy. Und Schritt 4, damit hast du die Chance, bis zu 99.000 Euro zu verdienen oder monatlich, je nach Art und Weise deines Online-Kurses, bis zu 4.480. Ah, da muss der aber schon einer der Top-Online-Kurse sein, ne? Ich kenne ja Sebastian Glöckner, den Udemy-Coach, der hat ja auch mehrere Kurse, wie er dann halt, oder wo er dir zeigt, wie man mit Udemy Geld verdienen kann und so. Aber das ist dann schon ein sehr, sehr guter Kurs, ne? Muss man schon sagen. 50 Euro und das immer wieder und wieder komplett passiv. Und wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt Schritt für Schritt. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen und das hier ist heute tatsächlich eine absolut geniale Geldidee, die es dir ermöglicht, als absoluter Anfänger quasi automatisiert Online-Kurse zu erstellen und zu verkaufen. Und das zeige ich dir alles live und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, gibt es sogar... Ich bin ja trotzdem ein Freund davon, dass du einen Online-Kurs nur dazu erstellst, zu den Themen, wo du auch Erfahrung hast. Du kannst dich natürlich sehr, sehr geil inspirieren lassen, wenn du nicht weißt genau, welche Module soll ich dir da noch reinpacken und so. Kann so eine KI natürlich dir dann halt eine Unterstützung geben oder so. Aber du solltest schon wissen, hey, wenn die KI etwas ausspuckt, ob das schon halt Sinn macht. Finde ich jetzt schon so, ne? Sogar noch einen Bonus, denn ich werde diesen Kurs für dich kostenlos bewerben, sodass du die Chance hast, über 30.000 echten Menschen deinen neuen Kurs vorzustellen. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib mir jetzt in die Kommentare, ich will den Bonus. Schreib jetzt unten in die Kommentare, ich will den Bonus, wenn du Lust darauf hast, dass ich deinen Online-Kurs, den ich dir jetzt zeige, wie du das Ganze erstellst, bewerbe. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, was hat es mit der ominösen KI auf sich, von der momentan das ganze Internet spricht, weil sowas hat es tatsächlich noch nie gegeben. Es geht um ChatGPT. Da hat er recht und es gibt ja auch mehrere KIs und du kannst alles Mögliche damit machen, auch Texte umschreiben und so weiter. Ja, das ist schon genial. Ist so. Aber man muss schon aufpassen, ne? Dass das auch Richtigkeit hat und so, weil oft sind es halt sehr, sehr oberflächliche Sachen, die da rausgehauen wird. Wir hatten das live auf meinem Kanal Michael Kotzow, waren wir live und hatten wir auch angeschaut und der hat zum Beispiel einen Text rausgebracht über das Thema Abnehmen und der war jetzt sehr oberflächlich, ne? Ja, reduziere die Kalorien, mach mehr Sport und so. Das war ja inhaltlich nicht falsch, aber es war auch jetzt für einen Online-Kurs zum Beispiel, wer das jetzt, was er ausgespuckt hat,
ja nicht so in der Tiefe, dass man sagen, okay, das war so, ja, ein mittelmäßiger Online-Artikel war das nur. Okay, weiter. ChatGPT stellt alles in den Schatten, was man so von künstlichen Intelligenzen bisher weiß. Wenn du nicht weißt, was es ist, du wirst mit den Ohren schlackern. Ich zeige dir hier alles live in diesem Video und du musst wirklich überhaupt nichts können. Und das Spannende ist, das Ganze funktioniert auch auf Deutsch. Und wenn du nicht weißt, was ChatGPT ist, dann kann man doch einfach die KI mal fragen. Wofür steht die Abkürzung GPT? Fragezeichen. Und dann wirst du automatisch hier eine Antwort von dem Bot generiert bekommen. Das ist wirklich so, du chattest quasi mit dieser KI und dann erfährst du, dass GPT für General... Das wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich so sein, dass ja, Google so etwas auch einführen wird, ne? Dass du dann halt eher weniger Suchergebnisse bekommst, sondern vielleicht auch die Chance hast, mit Google hin und her zu schreiben oder so. Mal schauen, wie das so endet. Sehr, sehr spannendes Thema. Generative Pre-Training Transformer steht, also für ein neuronales Netzwerkmodell für maschinelles Lernen, das die Erstellung von Texten generiert oder ermöglicht. Und das wurde von der Plattform OpenAI entwickelt und du kannst das in dieser aktuellen Version komplett kostenlos nutzen. Und das ist absolut genial. Und du kannst im Grunde diese KI alles, was du willst, fragen und du bekommst immer eine Antwort. Und sie kann dir auch ein komplettes Online-Manuskript erstellen, zum Beispiel für einen fix und fertigen Online-Kurs. Wenn du es nicht glaubst, dann wirst du es in diesem Video live sehen. Und warum Online-Kurse? Ganz einfach, weil das für euch eine der einfachsten Möglichkeiten ist, komplett ohne Startkapital ins Online-Geldverdienen einzusteigen. Zumindest in der Version, wie ich sie euch jetzt gleich zeigen werde. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, dadurch echtes passives Einkommen zu generieren. Denn wenn einmal der Kurs erstellt ist, dann müsst ihr nichts mehr tun. Ihr müsst es bewerben. Aber auch dafür habe ich einen kleinen Hack für euch. Denn auch darum müsst ihr euch, wenn ihr selber nicht wollt, gar nicht kümmern. Denn das mache ich für euch. Und das Ganze kann automatisch skaliert werden. Du kannst ja nicht nur einen Kurs online machen, du kannst ihn sogar an unterschiedlichen Plattformen anbringen und dort verkaufen. Und du hast natürlich die Möglichkeit, immer wieder und wieder neue Kurse online zu stellen. Und wenn sie einmal veröffentlicht sind, hast du die Möglichkeit, ohne jemals wieder etwas damit zu machen, automatisiert immer wieder und wieder online Geld zu verdienen. Und das ist natürlich super profitabel. Ja, er hat soweit recht. Ich denke, dass die Pflege eines Kurses natürlich schon ein bisschen mehr Arbeit ja, auf jeden Fall ja, Arbeit bringt, wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen hat er recht, ja. Profitabel im Vergleich zum Beispiel zu einem Online-Business, zu einem E-Business. Ja, da musst du Waren kaufen oder Dropshipping, da musst du Waren einkaufen lassen, die werden dann über ein anderes Unternehmen verschickt. Du gehst teilweise auch finanziell in Vorleistung und. Das hast du alles bei einem Online-Kurs nicht. Den erstellst du einmal als Video, lädst ihn einmal auf eine Plattform hoch und dann kannst du damit beginnen, immer wieder und wieder passiv Geld zu verdienen. Und als Bonus am Ende dieses Videos biete ich dir eine kostenlose Promotion für deinen Online-Kurs. Das ist natürlich, wenn er das wirklich macht mit der Promotion, das ist natürlich sehr, sehr genial. Ne? Also das, wenn er das macht, keine Ahnung, ob das limitiert ist oder nur eine Person oder so, ob das eine Verlosung ist oder so. Schauen wir uns mal an. Aber an 30.000 Leute das halt zu verschicken, ist natürlich schon gut. Kurs, wenn du ihn, so wie ich es in diesem Video dir erkläre, veröffentlicht hast an. Wie genau das funktioniert und was du dafür tun musst, das erfährst du am Ende dieses Videos, wenn du kostenlos 30.000 echte Menschen erreichen möchtest mit der Bewerbung deines eigenen Online-Kurses. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, das ist kein Clickbait hier, sondern das ist mein Versprechen an dich, wenn du das umsetzt, was du heute hier lernst. Also, wir haben viel vor, steigen wir direkt ein. Als erstes benötigst du natürlich einen Udemy-Account, das ist kostenlos, den kannst du dir ganz einfach erstellen. Natürlich benötigst du dafür auch ein Gewerbe, wenn du so etwas... Ach so, auf meinem Kanal Michael Kurze ist eine vierteilige Serie mit Sebastian Klöckner, den Udemy-Coach, und ich habe ihn einfach mal interviewt, wie man dann halt da Geld verdienen kann mit Udemy und so weiter. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Professionell machen möchtest, auch dafür hast du unten in der Videobeschreibung einen direkten Link, denn da habe ich mehrere Videos schon von A bis Z als Tutorial kostenlos natürlich für euch zugemacht, also schaut gerne unten rein, rund ums Thema Gewerbeanmeldung.
Und dann benötigt ihr natürlich noch ein entsprechendes Kursthema. Und ihr seht hier, wie viele unterschiedliche Bereiche es bei Udemy gibt, vom Bereich Finanzen und Rechnungswesen über IT und Software rund ums Thema Hardware, Betriebssysteme, Server und so weiter. Aber es gibt auch solche Themen wie persönliche Entwicklung, persönliche Produktivität, Leadership, Karriereentwicklung und so weiter. Ganz viele Marketing-Themen, Social Media Marketing, Branding. Es gibt Kurse rund ums Thema. Also du kannst zu jedem Thema, ne? Ob das jetzt Katzenerziehung ist, ein bisschen, ja, irgendwelche Programmiersprachen lernen oder so. Kannst du alles machen. Ja. Immer YouTube, also es gibt nichts, was es bei Udemy nicht gibt. Und deswegen solltest du ganz genau einfach nachschauen und reinschauen, welche Kurse gut funktionieren und wo potenziell noch ein bisschen Geld mit machbar ist. Und ein Thema, was gerade im Englisch... Dazu etwas. Du kannst natürlich gucken, welche Kurse gut funktionieren oder welche Nische gut funktioniert, wo es nicht so viele Kurse gibt. Ne, weil wenn es natürlich in einer Nische sehr, sehr viele Kurse gibt, die auch alle sehr gut funktionieren und du kommst dann als Neuling rein ohne Bewertung, wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ist ja halt so eine Mischung, ne? Musst du halt gucken, ob du dann halt so eine Nische reingehst, wo es kaum Kurse gibt, aber wo die Nische halt doch ein bisschen größer ist oder dann halt schon eine Nische reingehst, wo es viele Kurse gibt. Ja, also das ist dann halt so ein bisschen, ja, mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurse und so und teste das einfach mal. Weil du wirst auch ruckzuck sehen, wenn die Qualität nicht stimmt, wirst du nur ein paar Sterne bekommen oder so oder negative Beiträge und so, dann wird der Kurs sofort nicht mehr gerankt und du wirst ihn auch nicht mehr verkaufen. Du kannst ihn eigentlich löschen. Also wenn der Kurs so schlecht ist, dass du halt nur so 1, 2 Sternebewertungen bekommst oder so, wird keiner den mehr kaufen und du kannst ihn eigentlich sofort löschen. Du bekommst ihn dann nicht mehr hoch. Das sind so meine Erfahrungswerte. Sprachigen Bereich spannend ist das Thema Zeitmanagement und Produktivität. Und wenn du dir beispielsweise einmal hier diese Kurse anschaust, da möchte ich gar nicht näher auf so einen Online-Kurs eingehen, der hier 59.000 Bewertungen hat. Das wäre natürlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Okay, 2 Stunden geht der nur und in englischer Sprache. Okay, aber das ist schon geil. Also, ja. Aber der hat auch nur eine Gesamtlänge von 2 Stunden, ist also durchaus von der Dauer her überschaubar. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel wie hier diesen Kurs, der in Anführungszeichen nur 10.000 positive Bewertungen hat. Und wenn du das nur mal ausrechnen würdest, dieser Kurs kostet zurzeit, ist runtergesetzt 9,99 €, dann würde das bedeuten, dieser Kurs ist mindestens 10.000 Mal verkauft worden und das zu... Und wie hat das also mindestens, es gibt ja auch nicht jeder eine Bewertung ab. Das heißt, der wird vielleicht 20 Mal verkauft, 20.000 Mal verkauft oder so, weil nur jeder zweite eine Bewertung abgibt. Aber du siehst, die Bewertung für ein 4,4 hat der Kurs. Ja, wenn dein Kurs dann halt nur eine Bewertung hat von 1, 2 oder 3 Sterne, wirst du ganz weit unten gelistet und keiner kauft ihn. Einen Preis von 9,99 €. Das bedeutet, nur dieser Kurs alleine hätte in den letzten Monaten oder Jahren 99.900 € eingebracht bei den Herstellern. Und das ist natürlich etwas, was du vielleicht nicht zu Beginn machen wirst und erreichen wirst, aber immerhin eine gute Möglichkeit. Andere Kurse, das siehst du im Backend, wenn du dich als Dozent dort angemeldet hast, zum Beispiel zum Thema Canva. Canva kennt ihr. Das ist die Plattform, auf der du hier kostenlose Grafiken beispielsweise erstellen kannst und Thumbnails und Präsentationen und Social-Media-Beiträge und, habe ich schon sehr häufig vorgestellt. Wenn du dazu einen Online-Kurs machen würdest, und da gibt es schon welche bei Udemy, dann ist es so, dass laut Udemy-Angaben hier eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach solchen Kursen besteht. Es gibt aber auch viele Kurse, die bereits schon dazu auf dem Markt sind. Und du hast die Möglichkeit, monatlich damit zwischen 20 und 4.480 Dollar, also um die 4.400. Das ist schon geil, ne? Gut, es wird jetzt keine Sprache angezeigt, ne? Also ob das jetzt dann halt in Deutsch 4.480 Dollar bringt, 100 € pro Monat zu verdienen, einfach indem du nur einen Kurs zum Thema Canva hochlädst. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und deswegen ist es so lukrativ, in diesem Bereich loszulegen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden nur als... Ach so, auf Englisch steht da oben, ne? Auf Englisch. Also das sind englische Daten, ne? Definitiv. Und wenn du das dann in deutscher Sprache machst, da steht auch nochmal Thema auf Englisch, ja. Okay. Als Beispiel mal einen Kurs zum Thema Zeitmanagement erstellen. Und ich mache das mal der Einfachheit halber auf Deutsch, weil ich weiß, dass viele von euch das auf Englisch vielleicht etwas herausfordernder finden. Es geht aber beides und du kannst einfach kostenlos dich anmelden und registrieren bei chat.openai.com für ChatGPT. Und dann gibst du einfach hier unten zum Beispiel Folgendes ein.
Erstelle eine Outline für einen Online-Kurs von einer Stunde Dauer zum Thema Zeitmanagement. Das ist alles, was du hier eingeben kannst. Dann klickst du auf den Pfeil und jetzt schau dir an, was hier passiert. Dann erstellt dir ChatGPT ganz automatisch einen Online-Kurs zum Thema Zeitmanagement. Du musst nichts machen, du kannst einfach nur schauen, in welche Richtung geht das. Dann hast du hier naja, der Kurs ist ja jetzt nicht automatisch erstellt, ne? Also sollte man echt mal so, also das sind ja jetzt erstmal so die Module vielleicht, ne? Muss man mal gucken, ob man das jetzt als Module benutzt oder als Video oder so und dann halt den Content in den einzelnen Videos neu erstellen. Aber das ist erstmal die Anleitung, so die Struktur. Dann hast du schon mal eine Idee, was für eine Struktur so ein Kurs haben könnte. Es kommt jetzt darauf an, wenn du dann halt 10 Punkte raussuchst und du machst so jeden Punkt ein 10-Minuten-Video oder so. Ja. Hier die Information zur Einführung, dann das Thema Zeitplanung, Priorisierung, wie kann man wichtige Aufgaben von weniger wichtigen unterscheiden und entsprechend priorisieren und so weiter. Das heißt, du musst jetzt nichts anderes tun, als einfach nur zu warten, bis dein kompletter Online-Kurs zu diesem Thema hier als Outline schon mal erstellt wurde. Einfacher funktioniert es wirklich nicht und du siehst, während ich hier einfach nur weiter rede, kann ich zuschauen und kannst du parallel live miterleben, wie dieser Online-Kurs automatisiert erstellt wird. Und das ist tatsächlich absolut faszinierend. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir diesen Online-Kurs fertig und jetzt müssen wir einfach nur noch die einzelnen Punkte noch ein bisschen tiefer ausarbeiten und das machen wir im nächsten Schritt. Genau, diese Ausarbeitung kommt jetzt noch, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Und dazu nimmst du dir jetzt jeden einzelnen dieser Punkte vor und kopierst das Ganze einmal kurz raus per Copy-Paste und schreibst unten rein zum Beispiel so etwas wie arbeite das folgende Thema weiter aus und dann kopierst du eben diese Einführung, warum ist Zeitmanagement wichtig? Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Und dann generiert die KI wieder automatisch einen Text, der natürlich viel länger ist als das, was ursprünglich passiert ist und was in der Outline drin ist. Und das machst du dann hier mit jedem einzelnen Punkt, sodass du dann quasi den Text, den du sagen kannst und sagen möchtest, für jeden einzelnen Schritt und für jede einzelne Lektion deines Online-Kurses hier automatisiert erstellen lassen kannst. Wenn dir das nicht reicht, dann kannst du sagen, bitte verlängere den vorherigen Text noch ein kleines bisschen weiter. Also du kannst der KI alles sagen, was du möchtest und sie wird das tun, was du von ihr verlangst. Und das ist das Faszinierende. Und das ist echt geil. Ne? Da hat er zwar nicht recht. An dieser ganzen Geschichte. Wir lassen das Ganze jetzt ein kleines bisschen schreiben und dann kommen wir zum nächsten Schritt dieser Methode. So, jetzt ist das Ganze fertig. Also so könnte so ein erster Teil aussehen. Das kann man natürlich noch ein kleines bisschen länger machen. Und jetzt kommt die Magie ins Spiel. Nämlich jetzt geht es um folgende Möglichkeit. Wir müssen diese ganzen Geschichten jetzt ja noch in eine Präsentation verwandeln. Und das können wir beispielsweise folgendermaßen machen. Generiere aus der vorherigen Antwort Präsentationsfolien. Und dann passiert Folgendes. Folie 1, Einführung. Überschrift, Zeitmanagement. Unterüberschrift, warum ist es wichtig? Folie 2, warum ist Zeitmanagement wichtig? Und dann Punkt 1, hilft uns, Zeit effektiv und effizient zu nutzen. Punkt 2, ermöglicht uns, unsere Aufgaben und Verpflichtungen erfolgreich zu bewältigen und so weiter. Das heißt, das hier wirst du jetzt einfach copy-pasten, also rauskopieren und in eine Präsentation reinkopieren. Und das, was hier oben steht, das kannst du dann zu... Die Frage ist jetzt an dich, wenn du jetzt so einen Kurs kaufen möchtest, mit so welchen Fragen, die da beantwortet werden, wärst du damit zufrieden? Das ist ja die Frage. Zu dieser Präsentation ganz einfach sagen. Und so gehst du Schritt für Schritt durch und hast ohne jegliche Arbeit deinen eigenen Online-Kurs erstellt. Und auch das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Wenn wir das also erreicht haben, dann machen wir Folgendes. Wir gehen in eine weitere Online-Plattform, nämlich nach Google, genau genommen in dem Bereich von Google Docs, wo du die Möglichkeit... Okay, ich hatte jetzt gedacht, er macht das auch mit Canva oder so. Das wäre natürlich auch gut gewesen, ne? So in Canva. Oh. Hast Präsentationen kostenlos zu erstellen. Du gehst also einfach nur ins Internet, suchst nach Google Slides und dann hast du die Möglichkeit, hier kostenlos eine Präsentation online zu erstellen und suchst dir irgendeine der Vorlagen hier beispielsweise aus. Ist völlig egal, welche. Zum Beispiel diese hier. Und dann siehst du, dir sind schon irgendwelche Folien vorgegeben und da hast du die Möglichkeit, dann ganz einfach deine Themen reinzusetzen, deine Punkte reinzusetzen. Und genau das machen wir jetzt mal nur die ersten zwei Folien als Beispiel. Zeitmanagement. Also das weißt du dann auch, ne? Also, ja. Interessant auf jeden Fall.
Gerade wenn du dann dich sowieso mit dem Thema auseinandergesetzt hast und hast da ein bisschen Fachwissen und kannst noch ein bisschen mehr liefern. Warum nicht? Und warum ist es wichtig? So, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann hätten wir die erste Folie schon fertig. Und dann gehen wir zum Beispiel, die würde ich rausschmeißen und nehmen einfach diese Folie. Und dann gehen wir wieder zurück zu ChatGPT und kannst dann hier die einzelnen Punkte als Bullet Points sozusagen rauskopieren und hier in die Präsentation ganz einfach übernehmen. Und da hier schon Bullet Points sind, können wir die Punkte 1, 2 und 3 hier wieder rausnehmen und das Ganze zum Beispiel ein kleines bisschen größer machen, sodass wir die einzelnen Punkte haben. Und dieser Titel war eben: Warum ist es wichtig? Ich hätte jetzt vielleicht die drei Bullet Points in drei Folien sogar gepackt, ne? Aber das ist jetzt so eine Geschmackssache. Und so gehst du jetzt Schritt für Schritt durch, kannst das Ganze dann ganz einfach abspeichern und herunterladen unter Datei, herunterladen als zum Beispiel Microsoft PowerPoint-Datei. Du kannst sie auch einfach diese Geschichte als Diashow hier oben rechts abspielen lassen. Und so sieht dann deine fix und fertige Präsentation aus. Und einfacher kannst du nicht einen Online-Kurs erstellen. Wie kriegst du das Ganze? Naja, ich hätte jetzt auch eine Voice-Over. Also die Frage ist, ist das jetzt schon ein Online-Kurs oder willst du es noch vorlesen und weitere Informationen geben? Ne? Also ja, da muss der Kunde das mit durchlesen. Sonst ist so, ich kann mir vorstellen, dass es dann halt ein paar schlechtere kommen. Also ich würde echt ein Voice-Over und würde es nochmal vorlesen und dann weitere Infos erklären, damit ich dann halt wirklich auch 4,5 Sterne bekomme oder so. Wenn du jetzt einen Online-Kurs kaufst, wo einfach dann halt so Art ein Blogartikel als PowerPoint ist, ohne Musik, ohne Voice-Over, ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber okay, ist eine Geschmackssache. Jetzt auf die Plattform Udemy und wie generierst du daraus einen echten Online-Kurs? Das ist der letzte Schritt dieser Strategie. Dazu empfehle ich dir die Software OBS Studio, also Online Broadcaster Da bin ich jetzt gerade Software. auch bei, ne? Eben Also ich mache ja das jetzt gerade hier, meine ganzen Aufnahmen und so mache ich ja auch mit OBS Studio und so. Und ja, funktioniert echt gut. als ein kostenloses Tool, das du für Linux, für Mac und Apple-Geräte oder und für Windows verwenden kannst, ganz einfach kostenlos herunterladen kannst und dann verwenden kannst. Damit kannst du deinen Bildschirm aufzeichnen. Das heißt, wenn du hier in dieser Präsentation bist und dann in die Diashow gehst, kannst du ganz einfach OBS Studio starten und dann beginnst du einfach in dein Mikrofon reinzusprechen. Ein Mikrofontipp, der sehr, sehr gute Audioqualität Ah doch, er sagt doch Mikrofon. Also okay, gut. Macht er doch Voice-Over. Ermöglicht, den habe ich dir unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich empfehle da das Blue Yeti Podcast-Mikrofon. Das ist gar nicht so teuer und hat eine extrem gute Qualität. Und dann kannst du ganz einfach hier deine Präsentation durchgehen, das Ganze als Video inklusive deines gesprochenen Textes hier aufzeichnen. Und das war es auch schon. Und danach hast du ein fix und fertiges Video oder mehrere Videos zu den einzelnen Themen und den einzelnen Lektionen, die dann bei Udemy hochgeladen werden können. Dazu musst du, wenn du dich registriert hast, ganz einfach in den Bereich Dozent reingehen und hast dann hier die Möglichkeit, über den Punkt Neuer Kurs einen neuen Kurs zu erstellen mit einzelnen Videolektionen, mit vielen weiteren Informationen und so weiter. Und du wirst dann sozusagen Schritt für Schritt durch diese gesamte Kurserstellung bei Udemy durchgeführt, sodass du am Ende dann deinen fix und fertigen Kurs veröffentlichen kannst. Du setzt einen Preis dran und dann kannst du sofort beginnen damit. Und dann macht es halt. Nee, das nicht. Katschinger. Warum ist denn hier so ein Rauschen? Hört ihr das auch? Ich habe hier irgendwie so ein Rauschen drauf. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme so. Online-Geld zu verdienen. Es ist wirklich, wirklich einfach. Wenn du nicht ganz sicher bist, wie so ein Kurs aussieht, dann solltest du ganz einfach mal ein bisschen hier rumsurfen auf der Plattform. Und es gibt immer wieder kostenlose Kurse, die du dir hier ganz einfach. Du kannst übrigens auch so einen Kurs als Leadmagnet benutzen und so weiter. Ne? Du ein bisschen Reichweite aufbauen, kommen in die Facebook-Gruppe und so. Ja, kannst du auch was verschenken. Also wenn du dann halt Traffic brauchst für irgendetwas, ja, geht auch.
gönnen kannst, die du dir in Ruhe anschauen kannst, damit du siehst, wie das Ganze funktioniert und wie so ein Kurs aufgebaut sein kann. Lass dich davon inspirieren, um deinen eigenen Kurs zu veröffentlichen, um damit online Geld zu verdienen. Und jetzt die große Antwort auf die Frage, wie kannst du denn Menschen erreichen? Woher wissen denn Menschen, dass es diesen Kurs gibt? Ganz einfach, dafür gibt es geniale Geldideen. Ich habe dir versprochen, am Ende gibt es als Bonus eine kostenlose Promotion an 30.000 echte Menschen, nämlich die über 30.000 Abonnenten hier bei. Da bin ich jetzt gespannt, wie macht er das? Geniale Geldideen. Denn wenn du folgende Challenge erfüllst und innerhalb des nächsten Monats, sprich bis Ende Januar 2023, deinen eigenen Online-Kurs mithilfe dieser Methode, die du heute kennengelernt hast, veröffentlichst und bei Udemy hochlädst, dann werde ich die 10 besten Videokurse, Online-Kurse als eigenes Video hier auf meinem Kanal vorstellen. Das ist cool, also wenn du das schon mal machen wolltest, auf jeden Fall mach das doch. Stellen und natürlich eure Kurse darin verlinken, als gutes Beispiel, wie einfach es sein kann, online Geld zu verdienen. Also, innerhalb der nächsten Wochen bis zum 31. Januar. Okay, das finde ich natürlich sehr, sehr cool. Also, das Video hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich lasse einen Daumen hoch da. Mein Name ist Michael Kotzo und ey, noch etwas, ne, ganz, ganz wichtig. Denk dran, besuch mich auf Twitch, um live dabei zu sein bei den nächsten Reactions auf Twitch. Wie geil ist das denn? 18 Uhr montags bis donnerstags. Ja, ich habe hier noch 3 Videos, die du dir aussuchen kannst, oder 2 Videos, die du aussuchen kannst, jetzt anzuschauen. Und dann, ja, viel Spaß dabei. Ich bin raus. Ciao.